Mein Name ist Hans Hartner. Ich bin der Geschäftsführer dieses Hauses und darf Sie zu einem Pressegespräch begrüßen. Zu einem Pressegespräch, das um ein wichtiges Thema geht, um die Gesundheit und die Gesundheitsversorgung und diesbezüglich innovative Ansätze. Das ist gar nicht so einfach, darf ich Ihnen sagen, so etwas ins Leben zu rufen. Das erfordert sehr viel Organisation, auch Geld, weil es natürlich Vorhaltekosten gibt. Aber wir haben uns nicht entmutigen lassen und das Ganze ist tatsächlich dann angelaufen und gelungen. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir dieses Produkt, und da steckt nämlich ein Versicherungsprodukt dahinter, das ein Baustein ist zu unseren normalen Krankenversicherungsangeboten. Wir sind hier für unsere Kunden von 18 Uhr am Abend bis 8 Uhr in der Früh da. Das ist das große Thema. Dann, wenn, ich sage jetzt mal ganz salopp, wenn die Ärzteordinationen, wenn viele medizinische Stellen geschlossen haben, dann wollen wir für unsere Kunden da sein. Von 18 Uhr am Abend bis 8 Uhr in der Früh. Am Wochenende wird es so ausschauen, dass wir eben vom Freitag 18 Uhr am Abend bis Montag 8 Uhr in der Früh durchgehend mit diesem Service unsere Kunden bedienen können. Es handelt sich nicht um ein Notfallsystem, sondern es handelt sich einfach um den Ersatz des Hausarztes in der Zeit, wo er telefonisch und auch physisch nicht erreichbar ist. Das ist der einzige Hintergrund, vor dem dieses Produkt stattfindet. Wir haben uns als Privatklinik Graz-Ragnitz sehr gefreut, dass wir da mitmachen dürfen. Er wacht auf am Wochenende, am Sonntag früh und hat, ohne dass er Schmerzen gehabt hat, so einen dicken Arm. Also da beim Gelenk, Ellbogen. Hat also dann akut versorgt in Anspruch genommen, ist dorthin gefahren und wurde dann gleich punktiert. Das ist eine Schleimbeutelentzündung und diese Punktierung war tatsächlich notwendig. Es war keineswegs lebensbedrohlich und konnte dort auch sehr gut gemacht werden, aber es war wirklich akut. Diese Aktivität starten ist immer die große Botschaft, sicher, besser, länger leben. Das ist die Botschaft von Unica und wir wollen uns ganz bewusst von einem Produktanbieter, der wir ohnehin sind, in diese Richtung hin entwickeln, dass wir unseren Kunden einfach wieder ein Stück mehr Service geben, wieder der Versicherungs-, der Leistungsnahversorger vor Ort sind. Wir haben die Leistungsfähigkeit auch insofern garantiert. Wir haben letztes Jahr, darf ich vielleicht kurz erwähnen, ca. 9 Millionen Euro investiert in Patientensicherheit, in Patientenkomfort und natürlich auch in die Entwicklung neuer, innovativer Gesundheitsdienstleistungen. Als Privatklinik oder als Gesundheitsdienstleister im Allgemeinen tut man gut daran, immer innovativ zu bleiben und mit der Zeit zu gehen, um hier die neuesten Entwicklungen, die sich in der Medizin ergeben, auch organisatorisch zu antizipieren und hier tatsächlich Patientensicherheit hochzuschreiben und hier neue Maßstäbe zu setzen.